Hähnchen sprach zum Hühnchen. Jetzt ist die Zeit, wo die Nüsse reif sind. Da wollen wir zusammen auf den Berg gehen und uns einmal ordentlich satt essen, ehe das Eichhorn alle wegholt. Oh ja, da wollen wir uns eine rechte Lust miteinander machen. Da gingen sie zusammen auf den Berg und weil es ein heller Tag war, blieben sie bis zum Abend. Nun weiß ich nicht, ob sie sich so dick gegessen hatten oder ob sie übermütig geworden waren. Kurz, sie wollten nicht zu Fuß nach Hause gehen und das Hähnchen musste einen kleinen Wagen von Nussschalen bauen. Und als der fertig war, setzte sich Hühnchen hinein. »Du kannst dich nur immer vorspannen.« »He, du kommst mir grad recht. So haben wir nicht gewettet. Lieber gehe ich zu Fuß nach Haus, als mich vorspannen zu lassen. Nein, nein, Kutscher will ich wohl sein und oben auf dem Bock sitzen. Aber ziehen, das tue ich nicht.« Und wie sie so stritten, schnatterte eine Ente daher. »Nack, nack, 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 ihr Diebsvolk, nack, 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 wer hat euch geheißen, in meinen Nussberg zu gehen? Nack, 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 warte, das soll ich schlecht bekommen, nack, 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 nack.« Und die Ente ging mit aufgesperrtem Schnabel auf das Hähnchen los. Hähnchen, nicht faul, stieg der Ente tüchtig zu Leibe, endlich hackte es mit seinem Sporn so gewaltig auf sie los, dass sie um Gnade bat und sich zur Strafe gern vor den Wagen spannen ließ. Da setzte sich Hähnchen auf den Bock und war der Kutscher, und nun ging es fort in einem Jagen. »Ente, Ente, lauf zu, was du kannst!« Als sie ein Stück des Weges gefahren waren, begegneten ihnen zwei Fußgänger. Eine Stecknadel und eine Nähnadel. »Halt! Halt! Gleich wird's stichdunkel. Wir können keinen Schritt weiter. Ach, die Straße, sie ist so staubig und schmutzig, wenn wir doch nur einsitzen könnten. Wir waren bei der Schneiderherberge vor dem Tor und haben uns beim Bier verspätet.« Und weil Hähnchen sah, dass es magere Leute waren, die nicht viel Platz einnahmen, da ließ sie die beiden einsteigen. Aber sie mussten versprechen, seinem Hühnchen nicht auf die Füße zu treten. Spätabends kamen sie zu einem Wirtshaus, und weil sie die Nacht nicht weiterfahren wollten, die Ente auch nicht so gut zu Fuß war und immer von einer Seite auf die andere fiel, da kehrten sie schließlich ein. Der Wirt machte anfangs viel Einwendungen. »Das Haus ist voll.« Er dachte wohl auch, das sei keine vornehme Herrschaft. Aber als sie so süße Reden führten und meinten, er solle das Ei haben, welches das Hühnchen unterwegs gelegt hatte, und die Ente behalten, die ja jeden Tag ein Ei legte, da sagte er schließlich, sie könnten über Nacht bleiben. Da ließen sie frisch auftragen und lebten nun in Saus und Braus. Am frühen Morgen, als es gerade dämmerte und alles noch schlief, da weckte Hähnchen Hühnchen, holte das Ei, das Hühnchen gelegt hatte, pickte es auf und gemeinsam verzehrten sie es. Die Eierschalen aber, die warfen sie auf den Herd. Dann gingen sie zur Nähnadel, die noch schlief, packten sie beim Kopf, steckten sie in das Sesselkissen des Wirtes, die Stecknadel aber in sein Handtuch. Und dann flogen sie, mir nichts, dir nichts, über die Heide davon. Die Ente, die gern unter freiem Himmel schlief und im Hof geblieben war, hörte sie fortschnurren, machte sich munter, fand einen Bach, auf dem schwamm sie nun dahin. Und das ging viel geschwinder als vor den Wagen gespannt. Einige Stunden später machte sich der Wirt aus den Federn. Er wusch sich trocken. Ah! Da fuhr ihm die Stecknadel über das Gesicht und machte ihm einen roten Strich von einem Ohr zum anderen. Da ging er in die Küche und wollte sich seine Pfeife anstecken. Wie er aber an den Herd kam, da sprangen ihm die Eierschalen in die Augen. Ah! Heute will mir aber auch alles an den Kopf! Und er ließ sich verdrießlich auf seinem Großvaterstuhl nieder. Au! Da fuhr er sogleich wieder in die Höhe. Die Nähnadel hatte ihn noch viel schlimmer erwischt. Und diesmal
ging's nicht an den Kopf. Da ward er vollends böse. Er hatte sogleich Verdacht auf die Gäste, die so spät noch gekommen waren. Er ging hin, und wie er sich nach ihnen umsah, da waren sie fort. Da schwor er, nie wieder wolle er ein solches Lumpengesindel im Haus aufnehmen, das viel verzehrt, nichts bezahlt und obendrein noch Schabernack mit ihm treibt.